Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Uncharted. Da sind wir auch wieder zurück hier in Syrien, in der Zitadelle. Wir müssen auf den Turm kommen, auf den höchsten Punkt. Und öffne mal die Tür, hey! Pam, pam, wieder so ein Bronco! Direkt zum Auftakt hier! Ha! Aber wir können auch boxen, Freundchen! Und auch ausweichen, habe ich auch schon mal gemacht. Mittlerweile leider des Öfteren. Bam, 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 bam. Meine Fresse. Der Typ ist nicht ohne. Scheint Balletttänzer gewesen zu sein. Auf jeden Fall hat er so ein paar Moves drauf, die es in sich haben. Wir aber auch. So, und jetzt können wir hoffentlich hier hoch. Sie haben eine Trophäe verdient, Unmenschenschläger. Das war auch kein Mensch mehr, das war ein Unmensch. Hier hoch, komm schnell. Ein böser Mensch. So, dann mal hoch auf das Türmchen. Hier oben. Hey, gebt uns Deckung, okay? Ja, aber ihr beeilt euch, okay? Ja, wir sind hier leichte Ziele. Schauen wir uns kurz nochmal um, auch wenn wir hier ein bisschen in Eile sind. Aber ich sehe jetzt hier kein Schätzchen auf den ersten Blick. Und da wir uns ja beeilen müssen, renne ich jetzt mal da hoch zu Charlie. Hier, siehst du? Wie oben, so auch unten. Aber hier sind wir richtig. Ja, aber wofür sind wir hier richtig? Die Kreuzfahrer hätten den Eingang zur Gruft irgendwo gut sichtbar platziert. Moment mal. Ja, sieh mal. Das Symbol ist auch auf Drakes Karte. Direkt daneben. Klar, der kleine Bär, der Polarstern. Der Fixpunkt am Nachthimmel. Wenn wir dem runter zur Burg folgen. Der zeigt bestimmt zu unserem versteckten Eingang. Kann ich mal sehen? Ja, ja. Ich will es zurück. Kriegst du zurück. Oh, und jetzt steht uns ein Rätsel bevor. Nimm das Teleskop. Mach ich. Nee, eine Granate will ich doch gar nicht werfen. Wenn du das Teleskop nicht benutzt, gib's her. Ich find ihn. Ich benutze es schon. Upsala, ziemlich unauffällig. Ja gut, jetzt sind Hexagramm, Sternbilder. Wie auch oben, so auch unten. Der große Bär. Jetzt sollen wir das Sternbild finden, oder was? Zur Hölle. So, wir müssen also den Polarstern finden. Das sind wir, das ist doch, sind wir, warte, Moment mal, das schaue ich mir jetzt nochmal näher an. Ich bin absolut kein Experte in Bezug auf Sternbilder. Aber das sieht doch schon ziemlich danach aus. Oder irre ich mich da? Da müsste das doch dieser Punkt sein. Ich hab sie. Okay, dann suchen wir mal den Eingang. Er sollte direkt unter dem Polarstern sein. Dann fahren wir mal nach unten. Und hoffen, dass wir da einen Eingang finden werden. Aha. Da ist er. Das ist aber sehr gut sichtbar. Leute. Ja, eine Sekunde. Etwas zu einfach, oder? Runter! Scheiße! Oh Mann, jetzt heißt es laufen. Oh Mist! Komm schon, Leute, Beeilung! Mit Panzerfäusten haben sie auf uns abgesehen und das ist explosiv. Was ist denn los mit den Typen? Die machen hier alles kaputt. Bewegung! Da, ein Drahtseil. So kommen wir rüber. Echt, die schöne Stadt. Sie auf uns schießen, Mann. Okay. Das heißt, wir sollen uns die Waffe schnappen, das Scharfschützengewehr. Ey, lass mich mal in Deckung gehen. Bitte schön, ach. So viel dazu, in Deckung gehen und so, ne? Lass nicht immer das Gewehr. Unverschämtheit. Einfach nur eine Unverschämtheit. Ja, ich schnapp mir jetzt das Ding hier. Hi. Boah. Okay. Boah, die ging ganz knapp vorbei. So. Der erste, wäre schon mal Geschichte. Und hier können wir noch runterplumpsen, das ist natürlich super. So, wo ist der nächste? Da unten. Auf der Brücke. Okay, da war der nächste. Und jetzt, aufgepasst. Da vorne. Hier nochmal in Deckung gehen. Warten, bis er schießt. Scheiße. Und jetzt schnell. Fuck, das geht nicht gut. Ich muss hier irgendwie hinter eine verstärktere Deckung.
Sonst geht das ins Höschen. Genau, baller du mal dagegen und jetzt schnappe ich mir dich. Pam! Und da vorne ist der letzte dieser Schergen. Ich glaube, wir haben erledigt. Und ich glaube, es kann weitergehen. Nein! Boah, scheiße, das ist ja noch einer. Wo zur Hölle kommen die überall her? Und ich schalte ja auf die Wahl. Ich soll natürlich auf das Scharfschützengewehr schalten. Heiliger Bimbambino. Hui, 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 hui. Nein, jetzt reicht's hier. Lass die Scharfschützenwaffe gezückt. Zack! Los, wir müssen weg jetzt. Halt! Los, weg! Aber Dalli! Okay, alles klar! Scheiße! Oh Mann, oh Mann! Wow, schnell den guten Charlie hinterher. Heiter bis wolkig. Komm schon, los, los. Junge, Junge, Junge. Steh wieder auf, Nate. Oh. Oh. Da sind wir wohl eine Etage tiefer gefallen. Alles okay, Charlie? Alles klar, Leute. Ja. Ja, wir suchen einen anderen Weg und treffen euch. Vorsicht! Mist. Hey, Mann, da! Der Turm. Was ist mit Sully und Chloe? Denen geht's gut. Sieh mal, da ist er. Sehen wir ihn uns an. Nein, das ist keine gute. Und weg ist er. Toll. Und was machen wir jetzt? Direkt zum Turm oder erstmal hier hoch? Was ist denn hier hoch? Können wir da vielleicht zu Charlie und Chloe kommen? Zu Sully und Chloe? Charlie ist ja bei uns, aber erstmal widmen wir uns hier dem Typen mit der Taschenlampe und dem guten Anzug. Stell dich doch mal näher an uns dran. So habe ich mir das vorgestellt. So, die Mac 5 nehmen wir auch mal mit. Obwohl die Raffika-Pistole auch nicht ohne war. Sie war mir doch sehr sympathisch. Jetzt vorsichtig. Hier, Granätchen. Einpacken. Auf jeden Fall. Ich sollte mal gucken, ob hier vielleicht noch wer steht. Nee, nur ein alter Templer. Eine Skulptur eines Templers. Aber die brauchen wir ja nicht. Wie soll man denn da hinkommen? Ich glaube, ich kletter doch besser. Ich glaube, das ist einfach die logische Konsequenz. Wenn es denn mal klappen würde. Wie? Kommen wir. Autsch! Scheiße, jetzt haben die mich auch noch. Na, das. So habe ich aber nicht. Das war nicht mein Plan. Renn doch nicht weg, Freundchen. Ich will doch nur mit dir spielen. Bisschen Uncharted. Bims. So, was haben wir denn da für eine nette Knarre wieder? Schönes Ding. Erstmal jetzt hier irgendwie eine Übersicht verschaffen, wollte ich gerade sagen. Aber nix da. Da sind so einige, die uns jetzt hier gerne ausräuchern wollen. Ach, du Heilige. So. So, da vorne, da oben auf dem Turm ist natürlich echt nicht schön. Wo ist der Kerl? Und da vorne sind sie jetzt überall. Mensch, der wimmelt ja nur so vor Gegnern. Von Gegnern. Oder wie auch immer. Jetzt erstmal die Kerle da oben auf der Treppe. Zack. Ich hoffe, der wird tot. Jetzt den da oben. Immer schön mit der Ruhe. Mit dem Analogstick bin ich ja echt schwach. Ach, scheiße. Scheiße. No. Das geht nicht gut aus. Wir haben ihn. Das geht sogar gar nicht gut aus. Dann probieren wir es jetzt doch nochmal aus dem Schatten heraus. Weil das war ja wohl mal gar nichts. Ich war auch verdammt schlecht, habe viel zu schlecht geschossen.
Ich komme immer noch nicht hundertprozentig mit dem Analogstick klar. Ich bin ja immer noch ein Fetischist der Maus. So, und jetzt leise, leise, leise. Leise Popeise. Da war doch ein Kerl. Können wir uns den nicht schnappen? Was ist das? Also ich bin's nicht. Nee, da hast du dich vertan, Freundchen. Da musst du irgendwie dich verguckt haben. Hoffentlich hat er seine Kollegen jetzt nicht rufen können. Doch, der andere ist da vorne. Und die sind jetzt alle wieder am Start. Ach, Manno. Zack. Zack. So, Granätchen. Für dich. Granate. Granate. Scheiße, und er wirft. Boah, Junge, Junge. Ich weiß, man kann die zurückwerfen. Aber in der Hitze des Gefechts ist das vielleicht auch nicht immer das Beste gerade. Eieieiei. Und das ist einer von den härteren Brocken. Und das wird problematisch, wenn wir da noch von einem anderen befeuert werden. Oh, fuck. Ich muss schnell in Deckung. Mach Platz, Charlie, Mensch. Ey, jetzt kann ich da nicht in Deckung springen, weil der Charlie mir den Weg versperrt, oder was? Mann, oh Mann. Das ging ja gerade nochmal gut. Jetzt gibt's mit der Schrotflinte auf die Waffe. Und nochmal. Und nochmal. Kannst du gern noch einen haben. Einen habe ich noch. Die hat auch gebraucht, offensichtlich. Dem werfen wir einfach ein Granätchen vor die Füße. So geht's natürlich auch. So, jetzt sammeln sich hier langsam die Leichen der Gegner. Zum Glück sind es die der Gegner. Da oben. Guck ruhig nochmal raus, Freund. Freund der Nacht. Nee, der will uns besuchen kommen, habe ich das Gefühl. Aber von wo denn? So. Der gute Charlie räumt da auch noch ein bisschen auf. Wir ziehen mal weiter, würde ich sagen. Mal gucken, was es hier so gibt. Angriff ist die beste Verteidigung, bekanntlich. Und deswegen gibt's für euch beide jetzt hier richtig Saures. Oh Mann, du hast wohl noch nicht genug. Jetzt hat er genug. Ich glaube, ich habe eben ein paar Granaten vergessen. Ist jetzt aber auch egal. Ich mache jetzt wieder die Nahkampfstrategie. Tschüsschen. Der alte Heckenpenner. Der wird gegen die Wand geboxt. Und der andere kann es auch mit mir zu tun kriegen. Jetzt wird es aber haarig hier. Wenn ich bald mal Ruhe geben. Da vorne. Du bist auch dran. Nee, nee, brauchst dich auch nicht zu verstecken. Ha. Schön. So klappt's doch auf jeden Fall besser, als wenn ich es wirklich ernsthaft mit Zielen mit dem Analogstick versuche. Lieber die Hau drauf, Hau ruck Aktion. Das liegt mir irgendwie besser. Komm, hier lang. Ganz genau. So, dann gehen wir mal rein. Bist du bereit, Charlie? Ich habe jetzt mal die Munition größtenteils liegen lassen. Vielleicht nehme ich mir aber nochmal eine Wumme gerade. Sollte ich vielleicht mal machen. Was haben wir denn hier? Eine Mikropistole und eine AK. Komm, nehmen wir einfach mal die AK mit. Ansonsten lasse ich hier die Pistole nochmal im Petto. Die ist ja nicht schlecht. Und dann spazieren wir da doch mal rein. Oh Mann. Oh. Das ist ein... Ja, oh. Ich wusste, dass das zu einfach wäre. Warte. Vor 1000 Jahren war das kein Lagerraum. Nein, Mann. Wir übersehen etwas. Hey, warte doch mal. Die Statuen, siehst du? Eine hat oben, eine unten. Ja. Sieh mal, oben, unten. Es ist dasselbe Thema, wieder und wieder. Also eine weitere Brotkrume auf dem Weg? Es sieht fast so aus. Gibt es Teleskop? Ja, klar. Danke.